NXDJX199, treffst du dich noch öfters mit Lena? Diesen Mittwoch. Genau, Konzertbeginn, Lena Meyer-Landrut in wo? Berlin, hier Berlin. Aber Köln. Heimathafen? Heimathafen? Im Heimathafen. Not bad. Wer ist dein Vorbild? Möchte Soppel 2002 wissen, Sänger oder Sängerin oder beides? Ich habe im Moment kein Vorbild, ich habe nur Leute, denen ich gerne zuhöre. Wem hörst du gerne zu? Naja, also so James Bay und wie noch? Ja, halt so Klassiker, Ed Sheeran, Justine Bieber und noch einige andere im Jazz-Bereich. Guliolo, Lieblingsessen? Das war keine Frage, aber bezieht sich wahrscheinlich, also da ist ein Herz dahinter, aber kein Fragezeichen, aber trotzdem, ich mache einfach mal Lieblingsessen, Fragezeichen. Ich glaube, also ich und meine Mutter nennen das so Frühlingsnudeln, aber das ist so ein Gemisch aus warmen Nudeln und so kalten Tomatenmozzarella, halt mit dieser Tomatenmozzarella-Soße, die es immer so gibt, so Basilikum und so, ja. Maria, 141, wann gehst du immer schlafen? 22 Uhr, 23 Uhr. Also das ist so die Zeit, wo ich einschlafe. Man muss ja fit für den nächsten Tag sein. Tara 290, bist du Single oder vergeben? Es haben Tausende gefragt, deswegen frage ich es jetzt einfach mal. Ich bin Single. Die Lieblingsschuhe haben wir schon. Wie groß bist du? Möchte Lilis Dreampage wissen. Das ist so eine Frage. Also ich habe echt gar keine Ahnung. Also ich würde mal so 1,70 schätzen. Oder? Wie groß bist du? Komm mal her. 1,80. Naja, ich glaube, das ist schon ein bisschen Unterschied. Jetzt sind wir gar nicht mehr in der Kamera zu sehen. Müssen wir jetzt runtergehen. Aber dann kann man nicht mehr vergleichen. Das war ja deppert. Also von mir natürlich mit dem Runtergehen. Aline XB, warst du schon mal in Amerika? Ja, letztens mit meinem Vater. 3 Wochen Roadtrip. Von wo nach wo? Keine Ahnung, einfach durch die Wüste rund um Kalifornien, 3000 Kilometer ohne Stopp. Das war schon ganz geil. Wie ohne Stopp? Ihr seid doch nicht durchgefahren. Ja, wir sind nicht direkt durchgefahren, aber wir haben das Auto selten verlassen, sage ich mal. Es war extremst heiß. Also ich habe noch nie so einen heißen Ort erlebt. Was hat dir so am meisten gefallen? Oh, da kann ich habe so viele unglaubliche Sachen gesehen, da kann ich gar nicht eins rauspicken. Celine Lelele, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Nalin Styles 2, wie lange fährst du eigentlich schon Longboard? 4 Jahre, 3 Jahre, 3 Jahre, ja. Schon Unfälle damit gehabt? Einige, ja, beim Downhill-Fahren. Passiert, ne? Passiert. Muss. So, Lieblingslied, Freundin. Die wiederholen sich natürlich die Fragen ein wenig. Melissa 508. Wenn du ein Stuhl wärst, welchen Star würdest du auf dir sitzen lassen? Oh Mann. Welchen Star? Oh, ich glaube, da würde ich Justin Bieber nehmen. Also wäre ich ein Stuhl, dann wäre das, glaube ich, schon ziemlich cool, wenn Justin Bieber auf dir sitzen würde. So, weiß nicht, so on stage so. Das wäre schon ganz geil. Ternang 03, was sind deine größten Ängste? Meine größten Ängste? Keine Ahnung, kann ich gerade nicht aufzählen, glaube ich. Nisi 02, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also ich glaube, das ist schon etwas länger her. Geht es dir nicht so im Kino, wenn dann das Klavier einsetzt und dann so oder? Das passiert mir nämlich immer. Also jetzt muss ich mal auspacken. Also generell weine ich nicht bei Filmen, aber bei einem Film habe ich so richtig, richtig, richtig... E.T. Das hat mich richtig mitgenommen. Es war nicht E.T., es war King Kong. Also dieser Moment, ne? Also das war so eine Mischung aus Traurigkeit und Aggressivität, weil diese Frau, ne, auf dem Empire State Building, dieser Affe, ne, der kann nichts machen, der wird da einfach abgeknallt und diese Frau so und setzt sich da in die Ecke, anstatt mal so, yo, Leute, hört doch mal auf, so,
setzt sie sich einfach in die Ecke. Oh, nein, hört auf. So, als ob das irgendwas bringen würde. Ja. King Kong. Unfassbar. Haben wir die Schuhgröße schon durch? Maria 141? 44. 44. Alter Schwede. Alex KFM, Kaufmann oder wie auch immer, was ist dir beim Musikmachen am wichtigsten? Dass man es fühlt. Also man sollte auf jeden Fall genau das machen, was man selbst für richtig hält und sich nicht irgendwie der Masse beugen. Einfach das machen, was man selbst für richtig hält. Und Musik ist einfach etwas sehr Persönliches, finde ich. Und dem sollte man auch treu bleiben. Unterstrich 1203, Unterstrich 1904. Toller Facebook-Name. Oder sind wir bei Facebook? Ja, ne? Instagram. Würdest du für deine große Liebe die Musik aufgeben? Ich glaube, wenn es meine große Liebe wäre, würde die nicht von mir verlangen, dass ich die Musik aufgebe. Also. Bäh. SXRXBXLIXVX. Das ist wieder so ein toller Name. Wenn du in einem Film mitspielen dürftest, welcher wäre es? Welcher Film? Avengers. Cooler Film. Hell, dunkel. Weißt du, ob es Sonntag noch Karten für Berlin gibt? Ja, weiß ich. Gibt es. Also, ordern und hinder. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du besser machen, möchte Maria 141 wissen. Nichts. Ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Und ich glaube, es wäre auch nicht so, wie es jetzt ist, wenn irgendwas anders wäre. So, hier mal ein bisschen rumscrollen, damit auch ein paar andere drankommen. Die Noah Levy World, wie sehr freust du dich denn schon auf deine Tour? So viel. Ich freue mich mega. Also es ist, wird, glaube ich, einer der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe. Das ist auch... Entschuldigung. Eistee Baby wahrscheinlich. Wie Ott bist du? Ott. Wie Ott bin ich? Ott. Was ist denn Ott? Wollte sie alt schreiben oder was kann ist? Kann sein. Also, falls es alt ist, ich bin 14 Jahre alt. Gut, haben wir noch ein paar oder reicht dir das? Reicht, glaube ich, ne? Reicht, glaube ich, ja. Komm hier. Sehr gut. Lieben Dank, das waren die Fanfragen bei Yagaloo!